Also ich habe Paul-Maria Hafner kennengelernt, nachdem ich eigentlich schon monatelange Recherchen gemacht hatte zum Thema Nazis in Spanien, das heißt geflüchtete Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland nach Spanien in die Franco-Diktatur geflüchtete Nazis gemacht habe. Und ich bin auf ihn gestoßen, eben durch Interviews mit Leuten. Und irgendwann einmal hat mir jemand erzählt, da gibt es jemand, der könnte Sie sehr interessieren. Gehen Sie an dem und dem Tag, an den und den Ort, dort werden Sie ihn treffen. Unsere erste Begegnung war relativ kalt, distanziert, aber ich konnte ihn überzeugen zu einem Interview und eine Woche später bin ich bei ihm gesessen. Dieses erste Interview mit ihm war für mich, ich würde nicht sagen ein Schock, aber doch etwas, was mich sehr betroffen gemacht hat. Also ich hatte plötzlich vor mir einen Nazi der ersten Stunde, Hitler, ein absoluter Hitler-Verehrer, Holocaust-Leugner, das Leid der Opfer hat er eigentlich verachtet und auch abgeleugnet. Also jemand, den ich in dieser Vehemenz eigentlich nicht erwartet hatte. Da saß ein Mann vor mir, der sich nie für irgendwas hätte rechtfertigen müssen, der in dieser Diktatur, in der Franco-Diktatur, sehr angenehm und gut gelebt hat und für den eigentlich der Zweite Weltkrieg erst gestern aus war. Das heißt, er hat sich in diesen ganzen Jahren eigentlich nie verändert oder kaum verändert, weil es auch keine Notwendigkeit gab, über irgendetwas nachzudenken. Meine erste Reaktion war eigentlich, ich stehe auf und gehe. Also das muss ich mir nicht geben. Warum soll ich so einem Menschen zuhören? Und ich bin aber dann trotzdem sitzen geblieben und habe dann aber plötzlich gemerkt, dass dieses Sitzenbleiben, dieses Weiterzuhören ihn eigentlich verwirrt hat. Denn er hatte damit gerechnet, dass ich aufstehe und gehe. Er wollte mich sehr eigentlich provozieren, auch um zu sehen, wie weit er bei mir gehen kann. Und nachdem ich aber sitzen geblieben war, hörte dieser Diskurs dann irgendwann einmal auf, dieser Diskurs des Zement-Nazis. Und in dieser Fassade dieses, wie ich ihn nenne, Zement-Nazi, sind dann plötzlich Risse entstanden. Und diese Risse haben mir dann gezeigt, dass hinter dieser Oberfläche viele kleine Dinge oder viele Dinge stecken, die eigentlich heraus wollten. Und zwar Fragmente kamen da plötzlich raus aus seiner Kindheit, seine erste sexuelle Beziehung, die Beziehung zu seinen Eltern und lauter kleine Dinge, die irgendwie auch zeigen, dass hinter der Fassade ein Mensch steckt. Für mich war klar, wenn ich einen Film über ihn mache, dann mache ich ihn so, wie ich immer meine Sachen mache, nämlich dass ich den Menschen zuhöre. Also er hat dann auch die Chance, sich selbst darzustellen. Und diese Selbstdarstellung kann natürlich mit sich bringen, dass Leute dann dem Film vorwerfen, hier kommt ein Nazi zu Wort, ein Nazi darf sprechen, hat eine Plattform und so weiter. Ich habe mich aber dann dafür entschieden, aus dem einfachen Grund, weil ich es als fast historische Chance sehe, über die Figur von Hafner noch einmal in das Innere, in die Psychologie dieser Menschen zu dringen. Die Arbeit mit ihm war sicherlich nicht leicht, und zwar aus dem Grund, weil man mit einem Menschen, wir haben 13 Monate gedreht, mit dem man eigentlich nichts teilt, dann doch eine gewisse menschliche Nähe entsteht. Hafner wollte ja immer, dass ich sehr nahe an ihn komme und hat mir immer Freundschaft angeboten, die ich aber nie wollte. Und gleichzeitig musste ich aber aufpassen, dass ich nicht zu distanziert war, also nicht zu weit weg. Am Abend habe ich mich intensivst beschäftigt, wieder mit Opfergeschichten, mit dem Holocaust, mit Historikern, mit psychologischen Arbeiten über Täterprofile und so weiter. Also immer ganz intensiv mich damit auseinandergesetzt, damit ich immer wusste, wen habe ich eigentlich vor mir. Nicht? Dass das nicht irgendwie verwischt wurde in unserem täglichen Umgang. Es ist sicher interessant auch die Frage, warum Hafner diesen Film gemacht hat. Nicht? Anfangs sicherlich deshalb, weil er ein einsamer Mensch ist, weil er von sich sehr eingenommen ist und natürlich als Hauptfigur in einem Film gerne
gerne sich sieht. Und als drittes vielleicht auch, weil er glaubt hat, er kann den Film für sich, für seine politischen Ziele benutzen. Aber das war, glaube ich, relativ schnell klar, dass dem nicht so war. Der Film ist eigentlich chronologisch geschnitten. Das heißt, am Anfang konnte der Hafner sich so darstellen, auch seine politischen Überzeugungen von sich geben und sich eigentlich so zeigen, wie er sich halt gerne sieht. Aber im Laufe der Dreharbeiten ist es halt dann immer mehr zu Situationen gekommen, wo ihn die Realität eigentlich einholt. Das heißt, zuerst fahren wir nach Marbella, seine Freunde lassen ihn im Stich, keiner will mit ihm vor die Kamera, seine Freundin attackiert ihn vor der Kamera und die nächsten Schritte, ein anderer Freund bestätigt die Existenz des Holocausts und ich zeige in einem Film über den Holocaust, er wird krank und schließlich die Szene mit Landauer. Spätestens ab Marbella war klar, dass sich der Film gegen ihn richtet, die Dynamik des Films. Nach Marbella war meine Einschätzung, dass er mich anrufen wird und sagen wird, nein, ich will den Film nicht weitermachen, denn es ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber dem war nicht so. Er hat trotzdem weitergemacht. Er hat auch dann weitergemacht, nachdem ich ihm den Film über den Holocaust gezeigt habe und er plötzlich krank wurde. 5 Tage später, nachdem ich da bei ihm war und wir uns gemeinsam den Film angesehen haben, plötzlich ruft er mich an. Ich habe ihn kaum verstanden, er konnte kaum reden. Er sagte mir, ich weiß nicht, was los ist, irgendwas in mir, ich kann nicht reden. Und kommen Sie nicht und hat aufgelegt. Und ich dachte mir, jetzt ist es aus. Und dann aber, nach einer Woche ungefähr, bekam ich einen Anruf von ihm. Und er sagte mir, es geht mir besser und ich möchte weitermachen. Und das ging so bis zum Schluss. Auch, und das darf man nicht vergessen, es haben ihn immer wieder seine Freunde angerufen und ihm gesagt, mach den Film nicht weiter, der Film ist nicht gut für uns, der Film wird gegen dich sein und so weiter. Und das hat er mir auch erzählt und hat trotzdem den Film fertig gemacht. Warum? Ich glaube einfach deshalb, weil im Inneren von Hafner, in seinem Unbewussten, ganz tief unten ein Kampf ist zwischen dem Bewusstsein der Wahrheit und dem Willen zur Lüge. Das heißt, er kennt natürlich die Wahrheit, er hat die Wahrheit gesehen und er hat wahrscheinlich auch an schrecklichem, wenn er es nicht daran teilgenommen hat, dann auf jeden Fall als Zeuge dabei war. Und diese Dinge hat er einfach verdrängt, diese Dinge hat er runtergedrückt. Aber sie sitzen da und sie wollen irgendwie raus. Und dieser innere Kampf in ihm, wo eben diese SS-Maschine, das hat er ja gelernt in den SS-Schulen, nämlich den Körper als Instrument zu sehen. Körper und Geist ist eine Sache, die kann man trainieren, das ist wie eine Maschine und diese Maschine ist, wenn sie systematisch gepflegt und gehegt wird, auch möglich, dass sie ganz auf der Basis des Willens ganz bestimmte Ziele verfolgen kann. Und er setzt auf diese Maschine, früher haben die Nazis ihre Inhalte reingefüllt, und er setzt sie jetzt ein, um Nein zu sagen, um zu verdrängen. Und diese Maschine funktioniert aber nicht mehr richtig. Und da gibt es eben Risse, da rinnt das Öl aus an allen Seiten und Ecken. Und genau das ist es aber, was uns den Blick ins Innere erlaubt. Und dieser Blick ins Innere zeigt eben auch das Tragische so einer Figur, so eines Fanatikers, nämlich, dass er eigentlich in einer emotionalen und moralischen absoluten Einbahnstraße sitzt und nicht mehr heraus kann. Ganz oben ist die Fassade da, die SS-Maschine, die einfach sagt, ganz starr, nein, nein, nein. Aber dahinter, der Körper, der ist es ja, der uns die Wahrheit mitteilt, nämlich, dass er plötzlich zum Zittern beginnt, dass er plötzlich krank wird und die Zähne nicht mehr reden kann und dass er am Ende der Filmarbeit nur mehr die Augen schließt, die ganze Zeit nicht mehr uns nicht mehr direkt ansieht, wegsieht, mit geschlossenen Augen zuhört und so weiter. Genau das ist es ja, was uns dann die Wahrheit vermittelt. Ich habe mich auch immer gefragt, warum er sich so gerne auszieht am Anfang und warum er so gerne sich nackt zeigt und sich mit einem Heiligen vergleicht. Es ist eigentlich, es sind unbewusste Prozesse, aber ich glaube, es ist einfach deshalb, weil er seinen Körper, so wie es auch die SS gemacht hat, ihren Körper als Zeichen ihrer Unschuld, ihrer Reinheit mitteilen will. Und es ist aber dann im Laufe des Films genau der Körper, der ihn verrät. Es ist der Körper,
der zeigt, was ihm eigentlich, was wirklich mit ihm los ist. Und insofern kommuniziert dieser Teil von ihm auch nach außen und zeigt eben auch diese Tragik, die Tragik eines Fanatikers, die Isolation eines Fanatikers und die Sinnlosigkeit eines Weges, den ein Fanatiker zurücklegt, weil es einfach von dort kein Zurück mehr gibt. Ich glaube, wir müssen uns heute oft überlegen, welches Bild wollen wir, dass sich in die Zukunft rettet, der Nazis. Es gibt ja sehr viele Filme über Nazis, es gibt viele Spielfilme und vor allem viele Dokumentarfilme. Und das Material, das in diesen Filmen verwendet wird, um Nazis darzustellen, ist in den meisten Fällen nichts anderes als das Propagandamaterial, das die Nazis für sich selber gedreht haben. Das sind die Leni Riefenstahl-Filme, der Triumph des Willens, Olympia. Das sind die Propagandafilme der Nazis, das sind die Wochenschauberichte und so weiter. Das ist immer dieses Material, das zitiert wird, zwar mit einer Off-Stimme, die uns dann sagt, das sind die Bösen, damit wir das nicht vergessen, aber es sind genau diese Bilder, die sehr viele junge Leute in den Köpfen haben. Und da ist es eben für mich auch wichtig, dass man auch den Nazi, also nicht nur über dieses Material darstellt, sondern einfach auch den Nazi, wie sie wirklich waren oder wirklich sind, nämlich an dem Beispiel eines Paul-Maria Hafners. Also mir ist es lieber, wenn ein junger Mensch, wenn er an Nazis denkt, einen Hafner im Kopf hat, nicht ein Propagandabild der Nazis. Es zeigt auch an der Figur des Hafner, dass hinter dem Herrenmenschen, hinter dem Übermenschen der Nazis eben kein Übermensch steckt oder nicht dieses hochstilisierte Böse, das fast von einem anderen Planeten zu kommen scheint, steckt, sondern eben ein Hafner. Und ein Hafner zeigt eben auch, dass das Denken, die Ideologie und auch die Struktur, die dahinter scheinbar irgendwie dieses ganze System hält, einfach dass da eigentlich eine unglaubliche Leere, Banalität und auch groteske Welt steckt. Und das ist, glaube ich, etwas, wovor man keine Angst zu haben braucht, nämlich der Nazi zeigt sich hier unverblümt, sondern ganz im Gegenteil, der Nazi demaskiert sich. Und warum heißt der Paradies, Hafners Paradies? Natürlich bezieht sich natürlich einerseits auf Franco-Spanien und auch danach, wo einfach Nazis sich zurückziehen oder hinflüchten konnten und wo ihre Vergangenheit nicht ein Zeichen der Schande war dass man Gefahr laufen konnte, eingesperrt zu werden, sondern ganz im Gegenteil, es war eine Ehre, in der SS gewesen zu sein, damals in Franco-Spanien. Gleichzeitig ist dieses Paradies natürlich auch diese Scheinwelt, in der die sich der Hafner selbst konstruiert hat in seinem Kopf, wo er eben vor der Wahrheit flüchtet und sich eben dieses Konstrukt zusammenbastelt, in dem er sich auch heute noch aufhält. Ich versuche immer, die Musik als Kontrapunkt einzusetzen. Das heißt, die Musik soll nicht unterstreichen, was ich sowieso sehe, sondern sie soll ein Kontrast dazu sein. Und aus diesem Kontrast, aus dieser fast dialektischen Beziehung, soll eben eine Reibungsfläche entstehen, die beim Zuschauer dann ganz bestimmte Sensationen, Gefühle hervorruft. Zum Beispiel eben das Hässliche und das Schöne, das Unterdrückte und das Pulsierende, das Fragile und dann das Bombastische. Also immer wieder durch diese Kontraste eigentlich einen ganz neuen Sinn entstehen lassen. Das ist mein Interesse an der Musik in einem Film. Hans Landauer hat uns in dieser Szene eine unglaubliche Lektion der Menschlichkeit erteilt. Denn jeder hätte von ihm erwarten können, er als Opfer, als ehemaliger Häftling von Dachau, sitzt einem Täter gegenüber, jemanden, der eigentlich sein Leid verachtet, der ihn provoziert. Jede Reaktion wäre verständlich gewesen, wenn er die Nerven verliert, wenn er ihn anschreit, sogar wenn er ihn tätlich angreift. Und das hat ja auch Hafner wahrscheinlich erwartet von ihm, nämlich einen Menschen, der voll Hass, voller Rache, Sehnsucht und vielleicht sogar gewalttätig ist. Und er hätte dann eben das Opfer spielen können. Aber gerade das hat Landauer nicht gemacht.
Er hat uns gezeigt, dass man dass die Wahrheit nicht des Hasses, nicht der Rache und auch nicht der Gewalt bedarf, sondern nur des Bewusstseins, die Wahrheit zu kennen. Er hat ganz ruhig und sachlich, natürlich auch angespannt, aber ganz klar die Tatsachen rübergebracht und dabei nie die Nerven verloren und auch nie den Ton verfehlt. Und gerade das hat aber dann Hafner aus der Fassung gebracht, denn das hat er natürlich nicht erwartet. Und es ist dann er, der nicht mehr weiterreden kann, er, der keine Worte mehr hat, er, der die Zähne rauszieht oder nicht mehr sprechen kann, der die Augen schließt. Und uns zeigt Landauer, wie wichtig es ist, dass man mit Dingen, die wirklich entscheidend sind und die auch eine Symbolkraft und Wirkung haben, auch dementsprechend umgeht. Eben ohne Gewalt, ohne Rache, ohne Hass. Erst dann kann man wirklich einen Schritt nach vorwärts gehen. Und ich glaube, das hat uns Landauer gezeigt, dass er diesen Schritt nach vorwärts schon gegangen ist und dass wir ihn als Gesellschaft auch gehen können. Und dieser Umgang mit der Wahrheit, mit der Tatsache und mit dem Leid, das war für mich ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis, das ich sicher nicht mehr vergessen werde.